Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Sandrock. Hi. Trudy hat mich gebeten, dich zu rufen. Sie hat etwas, das sie mit uns auf der Feuchtigkeitsfarm besprechen möchte. Etwas, was mit dem zu tun hat, was sie in der Wüste gefunden hat. Niemand schien sich für die Bürgermeisterin Trudys Expedition beim Lagerfeuergespräch zu interessieren. Aber aus irgendeinem Grund blieb das, was sie sagte, wirklich bei mir hängen. Letzte Nacht habe ich geträumt, dass wir eine Sanddüne in einen Wald voller Bäume verwandelt haben. Das war eine etwas seltsame Abschweifung, sorry. Egal, auf geht's zur Feuchtigkeitsfarm. Gut, beide Handwerker sind hier. Hi. Wir sprachen gerade über eine bestimmte Probe. Ich bringe sie kurz auf den neuesten Stand, ja. Klar, erkläre alles. Sieg und ich haben in der Eufaula verschiedene Bodentypen ausprobiert, um zu sehen, ob die Pflanzen in dieser Umgebung wachsen können. Als ich von der letzten Expedition nach Hause kam, hielt ich an einem Wrack der alten Welt an, um meine Füße auszuruhen. Ich habe dieses Wrack zuvor noch nie gesehen. Es muss durch den letzten Sandsturm freigelegt worden sein. Das Seltsame war, dass überall eine Art von Algen war. Ich konnte nicht tiefer gehen, weil die Tür beschädigt war und sie sich nicht bewegen ließ. Aber ich konnte einige Algenproben sammeln. Der Punkt ist, dass Sieg wissen will, warum die Algen in einer so harten Umgebung überleben können. Also müssen wir dorthin zurück, um es herauszufinden. Dafür brauche ich eure Hilfe, Handwerker. Wir müssen die kaputte hydraulische Tür öffnen, um hineinzukommen. Wonach suchst du da drin? Ha, ja, Sieg. Kannst du das genauer erklären? Okay, ja. Die Algenprobe, die Trudy mitgebracht hat, enthält einige sehr seltsame Nährstoffe. Ich will die Quelle sehen. In einem alten Buch meines Vaters habe ich gelesen, dass es biochemische Stoffe gibt, die zur Verjüngung des Bodens verwendet werden. Aber ich habe nie mehr herausgefunden. Vielleicht ist das der Schlüssel zu dem Bodenproblem, das wir seit 30 Jahren zu lösen versuchen. Willst du die Ruinen mit uns erkunden? Na logo! Cool, ich bin auch dabei. Ah, was für abenteuerlustige Handwerker ihr doch seid. Was haben wir für ein Glück, dass wir euch haben. Allerdings habe ich eine kleine Bitte. Können wir das vorerst unter der Decke halten? Das heißt, dass wir es nicht zu einer Angelegenheit der Ziviltruppe machen sollten. Wenn das, wie, sagen wir mal, einige meiner anderen Unternehmungen nicht ganz so läuft wie geplant, noch so eine Veranstaltung wie das Lagerfeuergespräch kann ich einfach nicht verkraften. Hey, auch wenn es nicht klappt, du versuchst nur dein Bestes. Ich weiß, es ist nur... Kein Problem, Trudy, dein Geheimnis ist bei uns sicher. Ich danke euch allen. Eure Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Nun, um durch die Tür zu kommen, hat Heidi herausgefunden, dass wir einen Spitzhammer der Stufe 3 benötigen. Und da wir nicht genau wissen, was sich genau in der Ruine befindet, möchte ich auch ein paar Schutzanzüge bestellen. Okay. Wenn möglich, würde ich gerne so schnell wie möglich losziehen. Also habe ich die Bauanleitung für den Schutzanzug für dich besorgt. Ich nehme an, du kannst einen Spitzhammer der Stufe 3 auf deiner Werkbank herstellen? Kein Problem. Nun, da wir zu 14 brauchen wir 4 Schutzanzüge. Ich denke, ihr könnt jeweils 2 machen, damit ihr es etwas einfacher habt. Auch hier kein Problem. Hört sich gut an. Danke, Handwerker. So, achso, ich muss ihr gleich den Ofen geben. Passt, ja. Danke, ich werde das mit dem Kunden geben. Ich bin sicher, er wird von deiner Arbeit beeindruckt sein. Guck mal, so noch was mit dir? Ja. Ich schätze, während meiner Zeit in der Wüste bin ich ein bisschen eingerostet, was das Sprechen in der Öffentlichkeit angeht. Tja, so bin ich eben. Ich komme mit ein bisschen Hilfe von meinen Freunden zurecht. Ist auch völlig okay, Trudy. Absolut okay.
So, diesmal nehmen wir aber tatsächlich das Taxi. Bestätigen wir mal. Bye. Owen hätte gerne Tee. Aber ich habe keinen Tee. Nicht, dass ich wüsste. Von Sieg. Ich habe ein paar neue Samen, die ich dir geben will. Komm bei der Feuchtigkeitsfarm vorbei. Okay. Dann müssen wir da gleich nochmal wieder hin. So, ein Geschenk. Und wir können dich losschicken, dass du nochmal Wasser sammelst. Wasser brauchen wir. So, die Schutzanzüge muss ich machen. Eisenspitzhammer. Haben wir nicht schon? Haben wir nicht? Ich dachte, ich hätte den schon. Eisenspitzhammer. Doch, haben wir doch. Ach so, nee, was haben wir da jetzt für einen gemacht? Eisenspitzhammer. Doch, genau. Wir hatten eigentlich schon einen. So, und die Schutzanzüge brauchen wir noch. Wo mache ich denn die? Ah, sinnvollerweise wahrscheinlich hier. Segeltuch brauchen wir. Zwei können wir machen. Reicht aber auch. Das haben wir frisch angepflanzt. Du kannst mal noch weitermachen. Manganstahl. Du kannst auch mal noch weitermachen. Chromstahl können wir, glaube ich, doch, können wir noch einen herstellen. Mach das mal. Brauchen wir hier noch was? Du kannst auf jeden Fall weiterarbeiten. Auch mal Kupferschrott. Du kannst weiterarbeiten. Auch mal Plastikschrott. So. Für dich haben wir, glaube ich, nichts, ne? Ne. Aktuell gerade nicht. Haushaltsschleifmaschine. Kupferdraht könntest du mal welche machen. Brauchen wir auch immer wieder. Du. Bronzeplatten, Bronze. Stäbe. Gusseisenstäbe kannst du mal machen. Bronzerohr brauchen wir auch immer mal wieder, ne? Dann hören wir hier gerade mal mit auf. Mach dir lieber Bronzerohr, die sind wichtiger. Die brauchen wir nämlich tatsächlich immer mal wieder. So, haben wir noch interessante Anfragen. Kunststoffschalen. Moment, was bringt denn eine Öllampe? Die bringt ordentlich Geld. Gusseisennägel bringen ordentlich Geld. Wenn ich jetzt noch. Mehr geht nicht. Ach, oben steht es ja auch. 2 von 2, ich Nudel. Die Öllampe muss ich machen und die können wir abliefern. Öllampe. Wir brauchen noch mehr Garn. Garn mache ich wahrscheinlich hier, ne? Können wir da noch machen? Liefern wir gerade mal die Nägel ab. Ich gehe mal davon aus, dass der hier ist. Entschuldigung, ihr zwei. Falsch gedacht. Aber wir können mal Zinnerz kaufen. Das ist schon mal gut.
Mikrochip kann ich kaufen, das ist auch gut. So. Segeltuch brauchen wir noch. Ah, ich brauche 4 Öllampen. Das ist ja doof. Moment, dann machen wir mal nur ein Segeltuch. Dann lassen wir noch Garn produzieren. Das ist dringender. Ein Segeltuch reicht hier auch. Achso, danach brauchen wir... Ja, machen wir erst das Garn, dann können wir die Aufträge fertig machen. Dann kann ich hier gerade mal noch ein bisschen sortieren. Da ist voll, aber da ist frei. Da haben wir noch 2. So, die können wir da reintun. Drehbuch der alten Welt. Da muss ich mal gucken, ob ich die vielleicht verschenken kann. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. Segenanhänger können wir vielleicht auch verschenken. Das kann noch da rein. Das kann da rein. Das kann mal da rein. Ah ne, das wollte ich verkaufen oder verschenken. Salz kann da rein. Technolampe. Kann ich vielleicht auch verkaufen oder verschenken. Okay. Kannst du noch irgendwas Gescheites machen? Dünger geht nicht. Hermosdach, da brauchen wir die Pflanzendinger da, die Gläser. Müssten wir mal kaufen. Ich würde es nur kurz gern warten, bis das da fertig ist, aber dann kann ich eigentlich schon mal noch Wasser machen. Brauchen wir auch immer. So. Sonst. Der ist gleich fertig, sehr gut. Die ist auch gleich fertig. Dann können wir nämlich die Lampen fertig machen und dann kann ich den Schutzanzug in Auftrag geben. Was wollten wir hier noch machen? Stahlstangen geht gerade nicht, Chromstahl auch nicht. Ziegelsteine geht nicht. Manganstahl könnte ich hier noch. Oder Bronzestangen können wir wieder. Stimmt. Stimmt ja. 4 Sekunden noch. Dann haben wir's. So, einmal das Garn. Dann können wir die Schutzanzüge in Auftrag geben. Ich brauche noch mehr Segeltuch. Das heißt, ich brauche noch mehr Jute. Da muss ich sowieso ins Ding... So, fehlende Lampe. Da muss ich sowieso zum Dingszentrum, dass ich da nochmal Jute kaufen kann, hoffe ich. So, einmal die Lampen. Ja, du bist zuverlässig wie der Ataran Express. So, was willst du mir noch erzählen? Nachdem ich von Mathilda bei allen Vorschlägen abgewürgt wurde, ist es nun endlich an der Zeit, unsere aufgeschlossene Bürgermeisterin Trudi meine Idee vorzustellen. Ich nenne sie die Mehr-Züge-Initiative. Es geht darum, mehr Züge in Auftrag zu geben, damit mehr Menschen hierher transportiert werden können. Und was hättest du gerne? Augentropfen. Okay. So long. Dann... kann ich gerade mal noch die Mission von dem hier... Der ist daheim, ne? So wie das aussieht. Oh, ich habe Skillpunkte. Sozialverhalten. Wissen über die Bewohner. Gruppenfoto. Ne, das mache ich eh nicht.
Zusätzlichen Ruf, Anzeige, Rufverbesserung in 10% auf den Workshop-Ruf. Was haben wir da? Token kriegen wir zusätzliche. Gunst, wenn wir was kaufen. Party. Das leveln wir mal. Weil so langsam, ich gehe mal davon aus, dass Nia irgendwann wiederkommen wird. Und dann wäre das kein Fehler, wenn wir das nötige Wissen haben. Dass wir da mit Dates landen können. So, einmal Aufträge. Danke, Handwerker. Weißt du, ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal so wenig unzufrieden mit einem Handwerker war. Weiter so. Was hast du noch? Ich bin froh, dass Trudi zurück ist. Ich werde versuchen, ein paar Steuererleichterungen für mich und die Jungs zu bekommen. Trudi lässt sich viel leichter herumschieben als Mathilda. Und Mann, du hast ihn Herr Logans größtem Angriff sofort wieder aufgerappelt. Du bist wie ein Boxer, der immer wieder zu Boden geht, aber auch immer wieder aufsteht. Was ist mit dir, Pebbles? Hi, mein Geburtstag ist 1, 2, 3, 7, 5, 9, 9. Herbst. Farewell. So, dann gehen wir mal bei unserem Medizinmann vorbei. Dass ich mal so diese Glasfläschchen kaufen kann. Klinik. Augentropfen. Können wir mal mitnehmen. Medizinfläschchen, genau, davon holen wir mal. So. Achso, ich hätte mit Fang auch noch reden können, ne? Egal, zu spät. Jute brauchen wir noch. Ich hoffe, wir kriegen welche. Und ich muss mit Sieg reden. Wir haben große Pläne für diese Pflanzen. Hörst du? Große, große Pläne. Große Pflanzen. Ich meine Pläne. Ja, ja, ich verstehe dich. Du bist der richtige Mann für diesen Job, Sieg. Los. Wow. Ja, du bist die Nummer 1. Cool. Ich fürchte, ich habe keine Zeit für aufmunternde Gespräche. Ich habe eine Verabredung mit meinem Stadtplan. See you. Bis dann. Klar, was für eine angenehme Überraschung. Wenn du schon mal hier bist, warum hilfst du unseren guten Gärtner nicht dabei, mit der neuen Kircheninitiative zu beginnen, die von mir entworfen und von Danby geprüft wurde? Operation Blumentor. Aufregung. Sieg und Danby werden dich hier über Details informieren. Ich muss los. Tschüss. Die Details sind, sie wollen ein paar Pflanzen. Aber hallo, das kratzt nur an der Oberfläche. Operation Blumentor geht viel, viel tiefer als das. Mindestens ein paar Zentimeter tief in den Boden. Hör zu, Karl. Wir werden Sandrock verschönern. Blumen, Pflanzen, Pinsel, alles was du willst. Oh, und vergiss nicht diese entzückenden kleinen Sträucher. Sie werden in der ganzen Stadt wachsen, dank unseres Freundes Sieg und seiner Biokruste. Was wir wirklich tun sollten, ist, das Strohnetz zu erweitern. Vielleicht eines Tages außerhalb der Stadt zu pflanzen. Du weißt schon, ernsthafte Maßnahmen im Kampf gegen die Wüste zu ergreifen. Sicher, ein paar Pflanzen in der Stadt aufzustellen, wird hübsch aussehen. Bringt doch auch eine Menge. Jetzt hast du es kapiert, Siegboy. Siki-Boy. Hübsche Landschaften in der ganzen Stadt. Was ist besser als das? Das hebt die Laune aller. Das ist Telesis in Bewegung. Naja, ich denke, es kann nicht schaden. Karl, du musst dich hier sicher nicht einmischen, wenn du kein Interesse hast. Doch, doch, ich kann helfen. Juhu, Karl, ich wusste schon immer, dass du cool bist. Richtig. Nun, wir sind froh, dass du da bist. Wir müssen nun ein paar bestimmte Pflanzen anbauen und sie dann in der Stadt verteilen. Ich bereite den Boden für dich vor. Und wenn du bereit bist, pflanzt du sie einfach ein und sie sollten wachsen. Sandreis, Bergrose, Nashorn, Kaktus und das ist nur der erste Schritt. Eines Tages werden wir bereit sein, zu Phase 2 überzugehen. Das wird im Grunde dasselbe sein, nur mit anderen Pflanzen. Yep.
Ja. Hier sind die Samen, die ich dir versprochen habe, Karl. Und noch ein paar mehr, um das Projekt zu unterstützen. Wenn du die Pflanzen aufgezogen hast, platziere sie in den Stellen, an denen Burgess sie haben will. Ich habe das Gefühl, dass er dir Bescheid geben wird. Juhu, nochmals vielen Dank, Karl. Ja, danke. So. Jute kriegen wir, sehr gut. Nur 10, aber immerhin. Dünger, ne, brauchen wir nicht kaufen. Kann ich mit denen nochmal reden? Oder haben wir schon alles? Ah, ne. Ich weiß nicht wirklich, wie ich es für alle cool machen kann, aber Trudis Daten sind ganz neu. Vielleicht kann ich wirklich etwas aus ihnen herausholen. Seen you. So. Ich überlege gerade, dann gehen wir vielleicht zu Fuß, dann kann ich nochmal Gülle sammeln. Gülle ist wichtig und richtig. Oh, von denen kriegen wir auch. Gut. Und Chitinpanzer und dünner Faden. Sehr gut. Das ist genau das, was wir brauchen. Da liegen zweimal Gülle. Sehr gut. Da liegt auch nochmal... Haben wir zumindest schon mal 3. Da ist auch noch einer. Haben wir schon 4. Sehr gut. Können wir noch ein bisschen Dünger machen, weil jetzt müssen wir nochmal pflanzen, ne? Und ich kann ihm hier ein bisschen was schenken. So, wo haben wir es denn? Er wollte doch... Ja, wo sind das? Da. Augentropfen. Hervorragend, danke Karl. Jetzt kann ich mich zu 100% darauf konzentrieren, dass meine Fahrgäste eine reibungslose Fahrt genießen. Fahrt vielleicht, da hast du wahrscheinlich wenig Einfluss drauf. Aber dass die gut einsteigen können, da hast du Einfluss drauf. So. Einen Anzug haben wir. Wir brauchen noch einen zweiten. Jetzt können wir aber Segeltuch machen. 3. Ich brauche 5. Das braucht noch ein bisschen. Wir haben wieder einen Skillpunkt. Werkstatt. Rucksackwissen. Das wäre nicht uninteressant. Verkaufspreis von Tieren steigt. Düngemittel besser. Wassereffizienz besser. Das klingt gut. Das klingt sehr gut, weil das ist ja genau das, was ich jetzt machen muss. Jetzt müssen wir Bergrosen und sowas anpflanzen. So. Ich sollte gerade mal gucken, was genau. Bergrose, Nashornkaktus. Und Nashorn ist. Den Rest haben wir. Nashornkaktus fehlt einfach nur. Okay, aber wir können trotzdem mal von den anderen Sachen dann auch was anpflanzen. Sandreis. Kaktus. Ich weiß nicht, ob das der ist, den wir brauchen. Kartomaten, Bergrosen, Süßkartoffel, Paprika.
Kaffeeteebaum, Himbeer, mysteriöse Blumensetzlinge. Achso, die haben wir aber nicht. Kaffeeteebaum. Jute Melone würde ich, glaube ich, nochmal zwei anpflanzen. Einen. Wüstenpilz, Süßkartoffel, Paprika. Machen wir mal noch Bergrosen. So. Brauchen immer zwei Wasserfelder pro. Das ist natürlich heftig. Der hier. Aber immerhin nur ein Dünger. So. Dann müssen wir noch Dünger produzieren. Ja, zwei sind jetzt nicht die Welt, ne? Zwei sind absolut nicht die Welt. Jute Melone brauchen wir noch. Die müssen wir morgen wahrscheinlich bei Sieg dann kaufen. Dann könnten wir hier aber gerade mal noch das Festgestein mitnehmen. Ah, und ich kann gleich noch Dünger sammeln. Ich würde es nur hier gerade mal den Robo und den Waggon da mitnehmen. Oder Bus ist das, glaube ich, ne? Zerstörter Busrahmen, genau. Und dann gehen wir unten noch ein bisschen Gülle sammeln. Das war das Wort, was ich suchte. Übrigens auch nochmal danke für den Hinweis. Fällt mir gerade ein. Danke noch für den Hinweis, dass ich Sandbären zum Düngen brauche. Nicht zum Düngen, Sandbären zum für die Sandbarakuh das brauche. Ich habe immer Dings verwendet. Ich habe immer Würmer verwendet. Da kriegen wir nämlich auch grobes Leder bei denen hier. Genau, Würmer verwendet und für Sandbarakuda braucht man offenbar die Sandbären. Hatte ich so nicht auf dem Schirm. So. Das haben wir. Jetzt fehlt aber noch. Was können wir denn stattdessen noch machen? Raues Tuch. Was brauche ich für das Segeltuch? Das da? Okay. Garn könnten wir, der brauchen wir auch Jute für. Wollfaden könnten wir machen. Gegerbtes Leder könnten wir noch mal. Eins. Dann machen wir mal noch ein bisschen raues Tuch. So. Du machst noch Kupfer, das kannst du auch noch weitermachen. Du machst Manganstahl, das kannst du auch noch weitermachen. Du machst Kupferschrott, kannst du auch weitermachen. Du machst Plastikschrott, kannst du auch mal noch weitermachen. So. Du hast Bronzerohr gemacht. Jetzt kannst du Kupferdraht weitermachen. Da haben wir einen Stein. Naja, mach den einen Stein.
So, und dann würde ich sagen, beenden wir damit auch die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, in diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.